persönlich egal, ob eine Banane oder ein Monitor im Schaufenster ist. Weiter darauf reagieren, ist es okay. Wenn nicht, dann vielleicht schalten sie es mir ja morgen schon wieder ab. Man weiß es ja nicht. Kann ja niemand abschätzen, wie die reagieren. Da ganz einfache geometrische Formen sind, die miteinander eine Beziehung haben, und wenn man einen Fernseher anders hinstellt, entsteht eine völlig andere Beziehung daraus. Und dann siehst du dann, also der Blick wird halt abgefangen von einer Monitorscheibe. Und dort spielt sich eben dann das Innere sozusagen ab. Also das Innere ist das, was auf der Monitorscheibe ist. Und installiert, und in den Monitoren sind 8 Bilder von der Welt, einmal grob formuliert. Das heißt, wir haben 8 verschiedene, auf alle Kontinente verstreute Punkte genommen, wo wir aufgenommen haben. Was normal im Geschäftsschaufenster sind, dass das jetzt eben Schaufenster wären für was anderes. Also das hat mich zumindest sehr gereizt an dem, das habe ich recht spannend gefunden. Sie soll irgendwie Hypothesentheorie unterstützen, sozusagen, dass der Mensch Hypothesen schafft, mit denen er seine Sinnesorgane erweitern kann. Von der Bereitschaft des Betrachters ab, würde ich sagen. Und das kann im Land genauso gegeben sein oder nicht gegeben sein wie in der Stadt. Ne? Das ist von der Ortschaft völlig unabhängig. In der Skulptur des Exhibitionismus werden 2 Monitore zum Rotieren gebracht mit dem Bild des Auges des Betrachters.
zeige Ihnen verschlüsselte Codes von Informationen, die ursprünglich mal vom Videotape ausgegangen ist. Das ist immer, also ist immer präsent einfach. Also die Farbbalken horizontal und vertikal überlagert. Also ergibt sich aus einer Farbmischung, die auch in der Skulptur thematisiert ist. Zu elektronisieren, Objekt der kollektiven Begierde oder Opfer unseres Voyeurismus zu bleiben. Aber wer verzeiht ihm seine Intimität? Hoch soll sie leben, unsere Retina, unser Video. Fotoleinwände, die als Vorhänge drinnen hängen und die so Reste von sexuellen Codes noch transportieren sollen, die Oberfläche bilden, unter der ein pulsierendes Rot Ort Herz simuliert. Ich sage im Prinzip ja nur dieses eine Wort, das sie dann auch in den Schaufenstern fortsetzt und der zentrale Punkt der Inszenierung ist. Vitrine, wie sie in jedem Museum zu finden ist, plus dass jetzt der Gegenstand vollkommen verschwunden ist und durch Licht, das über einen Monitor transportiert wird, zu sehen ist. Monitoren laufen, werden Zeitbegriffe gezeigt, Zeitbegriffe aus eher einer Erzählzeit zuzuordnen als einer messbaren Zeit, und in unterschiedlichen Rhythmen werden sie gezeigt, blinken sozusagen.
Er ist ein pulsierender Punkt, der je nach Betrachtungswinkel durch eine optische Täuschung seine Farbe wechselt und changiert. El ojo que mira, pero que no ve. Also schau, aber sieh nicht. Wir sind jetzt live mit Ihnen verbunden in Wien am Karlsplatz. Ich spreche aus St. Veit an der Glan. Was übertragen Sie nach St. Veit? Die Zentrale, das Bildtelefon ist hier in der Leitzentrale des der Wiener Stadtwerke Verkehrsbetriebe installiert. Hier laufen sämtliche Kameras zusammen, das sind 500 ungefähr. Und da können wir uns die einzelnen Kameras auswählen. Jetzt momentan übertragen wir dann die Rolltreppe 07 vom Karlsplatz. Ohne Bodenkosten aufwenden sollen zum Beispiel ständige Standleitungen oder Funkleitungen zwischen zwei Städten eben möglich sein. Also und ein gleichmäßiger Datenaustausch zwischen den Kunstgruppen zu ermöglichen. Bei diesem Medium werden Bilder, die eigentlich nicht für eine Sprachleitung geeignet sind, in akustische Signale umgewandelt und über Telefon nach St. Veit übertragen. Und deswegen kann man nur Einzelbilder immer sehen. Also man kann keine kontinuierliche Folge der Handlungen betrachten. Thank you.
Nur was noch viel wichtiger ist, es ist zeitlich auch transformiert. Das heißt also, das, was man hier zu sehen bekommen, sei wir zu hören bekommen wird, ist eben bereits geschehen, weil es ja schon produziert wurde zum Teil. Zum Teil passiert es live hier und zum Teil wird es passieren, weil auch hier eben wieder Material zusammenkommt. Das heißt also, der Ort, jetzt vom zeitlichen her, vom Medienrahmen her, ist fließend. Ja. Also würde ich sagen, dass die existenzielle Einstellung des Menschen ein Versuch ist, aus dem Raumzeitkontinuum der Lebenswelt eine dreidimensionelle objektive Welt zu abstrahieren und zum Subjekt dieser objektiven Welt zu werden. Bin ich zu schwierig für die Television? Wir sollten vielleicht doch ein bisschen noch ausführen, nicht? Also würde ich sagen, dass die existenzielle Einstellung des Menschen ein Versuch ist, aus dem Raumzeitkontinuum der Lebenswelt eine dreidimensionelle objektive Welt zu abstrahieren und zum Subjekt dieser objektiven Welt zu werden. Bin ich zu schwierig für die Television? Nehmen vor allem die dekonstruktivistische Unser Grundelement ist eigentlich, dass wir das Publikum lieben. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, warum wir überhaupt arbeiten.